Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hellblade. So, in der letzten Folge haben wir die Gottheit der Illusion gekillt. Und jetzt schauen wir doch mal, wo es hier weitergeht. Und übrigens, wenn euch dieses Video hier ein bisschen gefällt oder auch die anderen Videos, lasst mir doch einen Kommentar da, ein Like oder auch ein Abo. Immer schön den Abo-Button ballern, Leute. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. So, aber jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Und wir sind nicht einmal gestorben. Sehr gut. Bin ja gespannt, ob wir jetzt hier genauso schnell rauskommen wie in dem anderen Abschnitt mit dem Feuerboss. When she was younger, she would lay in the grass and stare at the clouds. Aber ich denke schon. She saw them elusive, shifting faces. After a while, she could see the faces everywhere. The trees, the mountains. Mir wird das auch mal interessieren, wie viel wir von dem Spiel jetzt noch offen haben. Ob das jetzt schon praktisch der letzte Weg oder sozusagen ist, wenn wir jetzt durch das Tor dann schreiten. Jetzt sind wir eh schon mal am Anfang, glaube ich, oder? Ja. Can you see the faces too? They're there. If you look for them. Mother? Okay. Senua, you have the sight. Just like I do. Once you can see into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Okay, dann scheint ihre Mutter gewesen. That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave that binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over her. She misses her so much. Ah, so sind wir eh schon mal am Anfang. Ich bin ja gespannt, ob jetzt gleich wieder irgendwelche Gegnerwellen kommen. Wie schon nach dem ersten Boss. With the mark of Valravn and the mark of Surt, you may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Okay, dann würde ich sagen. Why is she waiting? Open the gate. Open the gate. No, it's dangerous. It's dangerous. Don't open the gate. She's done it. Oh mein Gott. So dark. It's dark. The dark. Only the dead may cross. Only the dead may cross. Only the dead may cross. There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp.
I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. They came through stormy black seas. They raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. These gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. He fought for love unspoiled by your darkness within. He fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. See it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender. Abandon him to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Wow, okay, ich glaube, wir haben gerade mit dem Teufel persönlich geredet. Und wir sind jetzt auf unserem letzten Pfad, denke ich. Heftige Zwischensequenz, Leute. Aber jetzt wollen wir doch mal schauen, was uns hier erwartet und was für ein Boss es vor allem ist. Vielleicht ist irgendwie so ein... Okay. For a reason. It's your calling. Oh,
suffer the past when there is a new world ahead. The only one that makes any sense. Baby. Wollen wir noch mal schauen, wie sich die Kameraden hier schlagen. Alter, was ist das? Bin ich mal dran hier.
Alles klar, Leute. So, muss ich jetzt hier hin? Da ist ein Tor. Können wir das aufmachen? Jo, schaut gut aus. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name, she will ask your lineage, she will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Okay, da hinten geht anscheinend die Brücke weiter. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Die Leiter. Ich schätze mal, dass wir mit den anderen Zeichen nach oben müssen. Okay, hier muss irgendwo das S sein. Ah, okay. Okay. Okay Leute, ich würde sagen, jetzt machen wir an der Stelle aber einen Cut, sind dann doch schon wieder 20 Minuten und schauen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr mich supporten würdet. Gut, bis dann würde ich sagen, noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.